Mein Name ist Frauke Brieger und ich freue mich, Ihnen und euch heute die Informationsplattform Holzernteverfahren vorstellen zu dürfen. Dabei handelt es sich um ein Online-Angebot, das seit dem Frühjahr diesen Jahres auf der Seite der FVA, auf der Homepage, frei zugänglich ist. Und inhaltlich geht es um die Vielfalt und Einsatzbereiche von Holzernteverfahren in Baden-Württemberg. Jetzt kann man sich fragen, warum man speziell für Baden-Württemberg Informationen über Holzernteverfahren braucht. Deshalb möchte ich zu Beginn kurz darstellen, unter welchen Rahmenbedingungen Holzernte in Baden-Württemberg stattfindet. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die naturnahe Waldwirtschaft, die bereits seit mehreren Jahrzehnten in weiten Teilen Baden-Württembergs praktiziert wird, was allmählich auch in den Waldstrukturen sichtbar wird. Hierzu gehören zunehmende Laubholzanteile, eine zunehmende natürliche Verjüngung, gerne auch unter Schirm, stehendes und liegendes Totholz, das bewusst im Bestand angereichert wird und was in Summe zu heterogenen Waldstrukturen, horizontalen und vertikalen Strukturen im Bestand führt. Wie man auf dem Bild möglicherweise erkennen kann, führt dies auch zu gewissen Herausforderungen bei der Holzernte. Dargestellt sind zwei Personen, die einen Baum fällen. Also man kann, denke ich, erkennen, dass wir aufgrund dieser zunehmend und auch bewusst herbeigeführten Strukturen Probleme mit der Einsehbarkeit des Fellbereichs haben, was natürlich ein Sicherheitsrisiko nach sich zieht. Und zum anderen ist es eine Herausforderung, die natürliche Verjüngung, die ja die nächste Bestandesgeneration darstellen soll, bei der Holzernte zu schonen. Das heißt, hier muss ein besonderes Augenmerk auf pflegliche Arbeitsweise gelegt werden. Das Thema Totholz im Bestand, ich denke, das spricht für sich. Auch hier haben wir natürlich eine Herausforderung im Bereich der Arbeitssicherheit. Dazu kommt der Klimawandel. Der weitere Herausforderungen mit sich bringt durch zufällige Nutzungen, die ungeplant und häufig auch unter Zeitdruck aufgearbeitet werden müssen, und das ganz große Thema Holzernte im Schadholz. Daraus folgt, dass Holzernte insgesamt noch herausfordernder wird und geeignete Holzernteverfahren benötigt werden, die mit den Entwicklungen im Wald mithalten. Ein weiterer Aspekt, der bei Holzerntemaßnahmen in Baden-Württemberg eine Rolle spielt, sind befahrungsempfindliche Böden. Denn auch in der Ebene und damit eigentlich befahrbaren Lagen treffen wir häufig auf befahrungsempfindliche Böden. Das heißt, dass hier die dauerhafte Nutzung der Rückegassen durch den Erhalt der technischen Befahrbarkeit für Forstmaschinen von besonders hoher Bedeutung ist. Auch hier wirkt sich der Klimawandel zusätzlich aus mit fehlenden Frostphasen und starken Niederschlagsphasen, die die Böden zusätzlich aufweichen und dieses eh schon bestehende Problem noch verschärfen. Lösungsansätze werden bereits vielfach durch organisatorische und technische Anpassungen gesucht oder durch den Einsatz bodenschonender Holzernteverfahren. Hier dargestellt, die Holzbringung mit dem Gebirgsharvester kann auch in der Ebene praktiziert werden, wird aber sicherlich nicht die Lösung für alle Probleme sein können. Auch hinsichtlich Feinerschließung und Relief weist Baden-Württemberg gewisse Merkmale auf, die sich auf die Holzernte auswirken. Zum einen haben wir in Baden-Württemberg weit verbreitet relativ weite Rückegassen, Abstände von 40 Meter, die den dazwischenliegenden Waldboden und damit auch die forstliche Produktionsfläche schonen. Und zudem ist Baden-Württemberg geprägt durch seine Mittelgebirge, was für die Holzernte zu Restriktionen führt durch vielfach Steilhänge, Blocküberlagerung und andere Hindernisse im Gelände. Diese Rahmenbedingungen führen zu Einschränkungen, speziell bei der Mechanisierung. Dadurch, dass die verbleibenden Mittelblöcke bei 40 Meter Gassenabständen motormanuell bearbeitet werden müssen, aber auch wenn die Hanglagen eine maschinelle Bearbeitung nicht mehr zulassen.
Und das heißt dann in der Folge auch, dass motormanuelle Holzernte häufig unter besonders anspruchsvollen Bedingungen stattfindet, im Starkholz, am Hang und dann noch in Kombination von Mensch und Maschine. Daraus folgt, dass sowohl die rein motormanuelle Holzernte und auch in Zusammenarbeit mit einer Forstmaschine geeignete und sichere Holzernteverfahren erfordern. An wen richtet sich diese Informationsplattform über Holzernteverfahren? Zum einen haben wir ganz klar im Fokus die forstlichen Praktikerinnen und Praktiker, die sich beispielsweise einen Überblick verschaffen möchten über mögliche Alternativen zu bisher praktizierten Verfahren oder für besondere Einsatzbereiche oder die eventuell mit Dritten über Holzernte kommunizieren möchten. Man könnte sich vorstellen, die Revierleitung mit dem Forstunternehmen oder die Revierleitung mit dem Gemeinderat, um beispielsweise mal eine geplante Hiebsmaßnahme etwas anschaulicher vorzustellen. Die Informationsplattform kann sicherlich auch in die Berufsausbildung von Forstwirtinnen und Forstwirten eingebunden werden und auch im forstlichen Studium einen Einstieg zur Thematik ermöglichen. Darüber hinaus ist die Plattform aber eben auch für alle am Wald und seiner Bewirtschaftung interessierten Menschen frei zugänglich, so auch für Waldbesuchende, die ja aus Sicherheitsgründen großräumig vom Holzeinschlag ferngehalten werden müssen. Und ich denke, eine große Chance liegt darin, dass man mit der Darstellung und des Tuns Transparenz schaffen kann bei diesem schwer zugänglichen Thema Holzernte und die Arbeit im Verborgenen damit sichtbar machen kann. Und wichtig ist uns dabei einfach die differenzierte Darstellung des Ablaufs der Arbeiten hinter den Kulissen. Von zentraler Bedeutung, sobald es um das Thema Holzernte geht, sind Arbeitssicherheit und Ergonomie. Denn wie wir alle wissen, bringt Waldarbeit erhebliche Gefahren und körperliche Belastung mit sich. Das heißt, bei der Ausführung der Holzernteverfahren sehen wir ganz klar die Profis im Einsatz, also ausgebildete Forstwirtinnen oder Forstwirte oder zumindest anderweitig entsprechend qualifizierte Personen mit persönlicher Schutzausrüstung. Und ein wesentlicher Punkt im Zusammenhang mit unseren Darstellungen ist auch das Thema Rettungskette, denn unabhängig von den Anforderungen, die bei einem Verfahren definiert werden, also wie viele Personen zur Ausübung dieses Verfahrens erforderlich sind, ist es grundsätzlich zwingend, dass die Rettungskette sichergestellt ist. Das heißt, hier muss man sich ganz klar an den Vorgaben orientieren, die die Unfallversicherungsträger oder auch der Betrieb hierzu machen und die notwendige Personenanzahl durch gegebenenfalls organisatorische Maßnahmen sicherstellen. Arbeitssicherheit und Ergonomie sind zentrale Kriterien bei der Entscheidung für oder gegen ein Holzernteverfahren. Und es kann hier auch durchaus große Unterschiede zwischen den Verfahren geben, bedingt durch einen unterschiedlichen Mechanisierungsgrad oder durch unterschiedliche Anforderungen an Ausbildung und Erfahrung. Auch die physische oder psychische Arbeitsbelastung kann variieren. Auch nicht jedes Verfahren ist gleich witterungsabhängig und so weiter. Also da gibt es sehr viele Unterschiede, die man dann im Einzelfall sich anschauen muss. Hier kann die Informationsplattform sicherlich auch nur eine gewisse Orientierung geben. Aber grundsätzlich sind Gefährdungen bei einer Holzerntemaßnahme für den konkreten Einsatz abzuwägen und zum Beispiel im Rahmen des Arbeitsauftrags zu kommunizieren. Auch die Entstehung der Informationsplattform soll einen kleinen Einblick wert sein, denn sie geht nicht zurück auf einen Urknall, sondern, wie Herr Sauter auch schon angemerkt hat, handelt es sich hier um eine über viele Jahre gewachsene Zusammenstellung von Holzernteverfahren, Beschreibung und Bewertung. Die wurden zwischenzeitlich auch schon mal als Holzernte-DVD herausgegeben. Jetzt endlich sind die Informationen frei zugänglich über das Internet. Wie man sich vorstellen kann, sind im Laufe der Jahre waren da verschiedenste Bearbeiterinnen und Bearbeiter mit der Weiterentwicklung der Inhalte und vor allen Dingen auch der Funktionalitäten betraut. Die Programmierung, die ursprüngliche, wurde weitestgehend durch einen sehr engagierten Kollegen an der FVA erstellt. Mittlerweile haben wir die weitere
weitere Dinge, die zu programmieren werden, die haben wir ausgelagert an eine Agentur. Der Betrieb der Plattform liegt aber weiterhin bei uns in der Abteilung. Was auch klar ist, ist, dass kein Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der dargestellten Verfahren bestehen kann, da uns bewusst ist, dass es regional auch zahlreiche Varianten von Holzernteverfahren gibt, die häufig den örtlichen Rahmenbedingungen entspringen. Deshalb kann man sich immer darüber unterhalten, ob das ein oder andere Verfahren vielleicht noch aufgenommen werden sollte oder vielleicht auch mal eins keine große Rolle mehr spielt. Die Beschreibung und Angaben zu den Holzernteverfahren stammen aus unterschiedlichen Literatur- und Datenquellen. Zum einen sind dort Untersuchungsergebnisse der Abteilung Waldnutzung eingegangen, die aus verschiedenen Projekten stammen. Zum anderen wurden hier Kenntnisse und Datensammlungen forstlicher Praktikerinnen und Praktiker aufgenommen. Zahlreiche Daten und Angaben stammen auch aus den Tagungsführern des KWF, wo bundesweit eben Erfahrungen gesammelt werden und dort auch niedergelegt sind, die auch in Baden-Württemberg eine Rolle spielen können. Die jeweiligen Quellen werden in den Literaturangaben zu dem Verfahren aufgeführt, dazu kommen wir gleich noch. Und ein, ich denke, wesentlicher Punkt bei der Interpretation der Angaben ist, dass die unterschiedliche Herkunft und der Zeitbezug der Verfahrensbeschreibung dazu führen kann, dass zum Beispiel die Angaben zur Arbeitsleistung und Kosten nicht immer aktuell und auch nicht unbedingt untereinander vergleichbar sind. Unser Ziel ist es, dass die Informationsplattform mit den Entwicklungen im Wald Schritt halten soll. Das heißt, neue Verfahren und Erkenntnisse, gerne eben auch von Externen, können ergänzt und aufgenommen werden und veraltete Daten aktualisiert werden. Jetzt ist es ja so, dass Holzernte verschiedene, auch sich teilweise widersprechende Anforderungen erfüllen soll. Das heißt, die Bewertung von Holzernteverfahren muss sich an konkreten Kriterien orientieren. Bei der Bewertung der Holzernteverfahren auf der Informationsplattform haben wir insbesondere auf die dargestellten Kategorien geachtet und die entsprechenden Kriterien hierzu bewertet. Einmal Wirtschaftlichkeit, Bestandespfleglichkeit und Umweltverträglichkeit, Arbeitssicherheit und Ergonomie, wie bereits angesprochen, sollen auch hier entsprechend abgeklopft und untersucht werden. Und die Organisation fließt auch in die Bewertung ein. Wie kommen wir zu einer möglichst objektiven Einschätzung der Bewertung der unterschiedlichen Holzernteverfahren untereinander? Da war es uns ganz wichtig, ein Stück weit wegzukommen von diesem forstlichen Götterblick und eine objektive Bewertungsgrundlage zu schaffen. Dazu haben wir eigentlich ganz simpel, hier nicht unbedingt erkennbar, vermute ich mal, das ist aber auch nicht so wichtig, eine Bewertungsmatrix erstellt, die für die verschiedenen Verfahren eben in Kategorien und Kriterien eine Bewertung herleitet. Wir haben uns bei dieser Tabelle orientiert an einer Darstellung, die das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik bei der Verfahrensbewertung in den KWF-Tagungsführern nutzt und haben diese für unsere Zwecke weiterentwickelt. Die Darstellung, wie man sehen kann, sind recht kunterbunt. Die Visualisierung erfolgt mit Ampelfarben, damit das Ganze auf den ersten Blick zu erfassen und selbsterklärend ist. Wenn man das jetzt hier nicht gut erkennen kann, dann macht das nicht unbedingt was. Das Ganze ist natürlich auch frei zugänglich auf der Informationsplattform, auf der Startseite unter dem Punkt Bewertung. Wenn es hier Rückmeldung zu gibt, sind wir daran sehr interessiert. Wir haben uns da sehr viel Mühe bei der Herleitung der Bewertung gegeben, aber sind da auch für eine Diskussion offen. Wie kommen wir jetzt zu einer objektiven Bewertung der Kriterien? Also die Herleitung der in der Bewertungsmatrix dargestellten Noten geht wiederum zurück auf eine weitere Tabelle, wo ich einfach nur beispielhaft zeigen möchte für das Verfahren, Königsbrunner Starkholzverfahren, wie wir dort zu einer Bewertung kommen.
Also in der ganz linken Spalte sind die Kategorien mit den einzelnen Kriterien aufgeführt. Beispielhaft möchte ich kurz benennen: Bestandespfleglichkeit, Anteil befahrener Fläche, Befahrungsintensität, Biomasse, Nährstoffentzug, Waldschutzrisiken. Das sind so verschiedene Kriterien, die wir mit konkreten Dingen hinterlegen. Hier oben zum Beispiel voll- und teilmechanisierte Verfahren ohne Seilwind unterstütztes Vorrücken, gute Kranmanövrierbarkeit. Wenn dieser Aspekt gegeben ist, dann kommen wir für den Punkt Bestandespfleglichkeit zu der Bewertung mit der Note 1. Und dieses wiederum wird mit 30% gewichtet für die komplette Kategorie Bestandespfleglichkeit und Umweltverträglichkeit, sodass wir hier am Ende zum Beispiel auf die Note 2,3 kommen. Und in der Art kann man die ganzen einzelnen Kriterien bewerten. So der Versuch, die Holzernteverfahren im Vergleich objektiv ja, auch vergleichbar zu machen. Bei der Informationsplattform handelt es sich um kein abgeschlossenes Projekt, sondern eine Daueraufgabe. Wir wollen das Angebot ausbauen und aktuell halten. Dazu ist geplant, ist es uns auch sehr wichtig, uns mit anderen forstlichen Einrichtungen auszutauschen zu neuen und zukunftsfähigen Verfahren und möglichen Erweiterungen. Auch haben wir schon die Rückmeldung erhalten, dass wir das Bild- und Videomaterial, das natürlich zum Teil schon ja, seit ein paar Jahren auf dieser Plattform steht, gerne im Einzelfall aktualisieren sollten. Hier sind wir schon aktiv geworden und werden auch noch weiteres aktuelles Material einstellen, das eben auch den heutigen Ansprüchen an PSA, Arbeitssicherheit und so weiter genügt. Zudem sind wir immer interessiert an Rückmeldungen zu Inhalten, Fehlfunktionen, neue Ideen und Anregungen können gerne an uns gerichtet werden. Und dazu gibt es auf der Infoplattform sind unsere Kontakte hinterlegt und genau, wir freuen uns über jede Art von Feedback. Aus unserer Sicht ist die Weiterentwicklung der Informationsplattform sehr wichtig, da die Waldbewirtschaftung zunehmend vor ja, Rechtfertigungsherausforderungen steht. Zum einen wollen und sollen wir den nachhaltigen oder nachwachsenden regionalen Rohstoff Holz bereitstellen. Dabei kommen ja, immer weitere Anforderungen auch im Bereich der anderen Waldfunktionen dazu. Und wenn wir Vertrauen in Holzernte schaffen wollen, dann denke ich, dann geht das auch über die optimale Ausführung der Holzernte. Also um die jeweils beste Möglichkeit, das Holz zu ernten. Damit kommen wir zu der Frage, wie in Baden-Württemberg denn nun Holz geerntet wird und zu einer beispielhaften Vorstellung eines Holzernteverfahrens auf der Informationsplattform. Der Link zu der Plattform wird auch im Chat hinterlegt. Jetzt hoffe ich, dass wir weitergeleitet werden. Wenn man diesen Link gerade nicht zur Hand hätte, dann kann man natürlich die Plattform auch ganz normal über die FVA-Webseite erreichen, indem man auf Daten und Tools geht. Unter Tools ist dann die Informationsplattform aufgeführt und dann würde man hier auf der Startseite rauskommen. Wenn man diesen ja, Zugang nicht mehr findet, könnte man auch über die Suchfunktion einfach zum Beispiel Informationsplattform eingeben. Diese Startseite ist hier oben in der Hauptebene mit eben der Einführung aufgebaut. Auf dieser Seite befinden wir uns. Holzernteverfahren, Links und Kontakte. Auf der Startseite selber stehen verschiedene Informationen rund um die Informationsplattform. Hier kann man sich auch zum Beispiel nochmal informieren, wie die Plattform aufgebaut ist, wie man sich zurechtfindet, wie die Dinge zu bewerten sind. Und von hier aus kommt man dann auch weiter zum Punkt Holzernteverfahren. Diese Seite unter Holzernteverfahren und hier bei dem Menüpunkt Die Verfahren würde ich jetzt mal als Herzstück der Informationsplattform bezeichnen, denn hier sind sämtliche aktuell 21 Verfahren gelistet und sind auch, wenn ich jetzt schon weiß, was ich suche, direkt anwählbar. Also hier kann ich mir ein bestimmtes Verfahren aussuchen, anklicken und mich näher dazu informieren. Oder ich könnte verschiedene Verfahren anklicken und über diesen Button hier unten vergleichen.
Wenn ich anders an die Sache herangehen möchte oder noch nicht genau weiß, was ich suche, dann kann ich die Auswahlhilfe für Arbeitsverfahren nutzen. Das ist dieser Filter hier, wo ich verschiedene Einstellungen vornehmen kann, je nach ja, gewünschtem Einsatzbereich für ein Holzernteverfahren. Zum Beispiel kann ich im Bereich der Hangneigung verschiedene Einstellungen vornehmen für die Ebene mit unter 30% Hangneigung, für das Übergangsgelände, wo ich mit gewisser technischer Unterstützung auch noch fahren kann, zwischen 30 und 50%. Und auch für den Bereich des Steilhangs mit über 50% oder alternativ eine Einstellung, alle Verfahren, die unter 50% Hangneigung möglich sind. Die Hangneigung steht natürlich in einer gewissen Verbindung zur Feinerschließung. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich möchte Verfahren über 50% angezeigt bekommen, und zwar die mit Rückgegassen erschlossen sind. Dann klicke ich auf Verfahren anzeigen und stelle fest, diese Einstellung ergibt keinen Sinn, da Rückgegassen für Steilhänge nicht geeignet sind. Wie bereits gesagt, ist in Baden-Württemberg sind 40 Meter Rückgegassen Abstände üblich im befahrbaren Gelände. Darüber hinaus könnte man auch Maschinenwege oder Seiltrassen anwählen oder bei Bedarf eben auch 20 Meter Gassenabstände. Im Bereich der BHD-Klassen haben wir die Möglichkeit, Schwachholz mit unter 25 cm BHD anzuwählen, mittelstarkes Holz zwischen 25 und 50 cm, Starkholz über 50 cm oder alles im schwächeren und mittelstarken Bereich gemeinsam. Bei den Baumartengruppen kann ich zwischen Laub- und Nadelholz unterscheiden oder sowohl als auch anwählen. Und für Nadelholz kann ich dann noch nach Langholzverfahren oder nach Kurzholzverfahren filtern. Ich würde jetzt beispielhaft mal eine Einstellung vornehmen für ein starkes ja, Nadelholzverfahren in der Ebene. Das heißt, Hangneigung unter 30%, Rückgegassenabstand 40 Meter, Starkholz über 50 cm. Ich gehe auf Nadelholz und hätte gerne ein Langholzverfahren und lasse mir die entsprechenden Verfahren anzeigen. Insgesamt werden 9 Verfahren gefunden. Wenn ich jetzt schon weiß, was ich möchte, kann ich wiederum auf ein Verfahren klicken. Wenn ich mir da noch unsicher bin, gehe ich auf den Button Vergleichen und bekomme hier eine Übersicht zu den 9 Verfahren mit, also es ist eine Kurzübersicht zu den Bewertungen nach den bereits dargestellten Kategorien. Ja, die Ampelfarben sind weitestgehend selbsterklärend, aber auch nochmal hier unten erläutert. Jetzt ist mein Ansatz, dass ich ein Verfahren auswählen möchte, das in allen Kategorien möglichst gut abschneidet, insbesondere beim Bereich Arbeitssicherheit und Ergonomie. Das heißt, wenn ich das vergleiche, komme ich beim Königsbrunner Harvester-Verfahren und dem Königsbrunner Starkholzverfahren raus. Jetzt habe ich gesagt, ich möchte ein Langholzverfahren haben, also klicke ich beispielhaft mal das Königsbrunner Starkholzverfahren an. Damit komme ich auf die Seite, ja, die Ausgangsseite zum Königsbrunner Starkholzverfahren, wo ich mir zunächst einen knappen Überblick über das Verfahren verschaffen kann. Bereits im Kurztitel ist in etwa beschrieben, worum es geht. Wir haben für den Einsatzbereich eben Piktogramme, die aussagekräftig sind. Es geht um ein Nadelholzverfahren im mittelstarken und starken Bereich in befahrbaren Lagen. Es gibt eine Kurzbeschreibung, wo ich schon mal schauen kann, interessiert mich das, möchte ich da weiter einsteigen. In allen Texten gibt es auch für Fachbegriffe Verlinkung zum Glossar. Beispielhaft gehe ich mal auf die Kombirückemaschine, werde dann aufs Glossar geleitet und finde hier eine ganz kurze Erklärung zu dem Begriff. Kann dann auch wieder zurückgehen, habe hier nochmal die Übersicht der ja, Ampelbewertung zu dem Verfahren. Und kann mir auch das Funktiogramm anschauen, das in der Form ja von der TU Dresden entwickelt wurde und mittlerweile ja, gang und gäbe ist zur Visualisierung der einzelnen Verfahrensschritte. Wenn ich mich jetzt näher mit dem Verfahren beschäftigen möchte, gehe ich hier oben auf den Menüpunkt Beschreibung und habe dort in Text und Bild eine sehr ausführliche Beschreibung zu den einzelnen Arbeitsschritten. Beim Königsbrunner Starkholzverfahren wären das 3 Arbeitsschritte. Der erste wäre Fällen und Teilaufarbeiten mit, ja, wie gesagt, einer ausführlichen Beschreibung und auch mit entsprechenden Bildern, die ich mir anschauen kann. Wenn ich was genauer sehen möchte, kann ich das Bild auch vergrößern.
und dann wieder zurückgehen. Das gleiche gilt für den nächsten Teilarbeitsschritt, aufarbeiten und vorrücken mit dem Vollernter. Und für das Rücken und Entpoltern mit der Kombi-Rückemaschine. Unter dem nächsten Menüpunkt Maschinen und Arbeitskräfte ist relativ knapp beschrieben, wie viele Personen, was für Geräte und Maschinen für die Umsetzung dieses Verfahrens erforderlich sind. Auch hier das Ganze bebildert, um einen guten und schnellen Eindruck zu geben. Was sicherlich insbesondere in der forstlichen Ausbildung nicht uninteressant sein kann. Dann gibt es den Menüpunkt Leistung und Kosten. Da ist es so, dass ihr je nach Verfahren die für die fraglichen BHD-Bereiche Angaben zur Arbeitsproduktivität und den Kosten in Euro je Festmeter gemacht werden. In diesem Fall haben wir hier sehr exakte Angaben mit Nachkommastellen statt einer Spanne wie bei anderen Verfahren. Das heißt, hier wurden nur die Werte aus einer Untersuchung angegeben, während bei anderen Verfahren die Datenlage breiter ist und verschiedene Quellen herangezogen wurden. Allgemein ist es so, dass Angaben zu einer möglichen Arbeitsproduktivität und dementsprechenden Kostenansätzen gemacht werden. Diese Daten gehen auf Erfahrungswerte oder Untersuchungsergebnisse zurück und in manchen Fällen handelt es sich auch um aus verschiedenen Quellen zusammengezogene Werte. Für einzelne Holzernteverfahren ist auch keine aussagekräftige Datengrundlage verfügbar. In allen Fällen haben diese Angaben aber nur einen orientierenden Charakter und können nicht als repräsentativ gelten, da Leistung und Kosten immer im Kontext der individuellen Voraussetzungen betrachtet werden müssen. Diese Datengrundlagen sollen im Laufe der Zeit für alle Verfahren kontinuierlich ausgeweitet werden und auch durch neue Erkenntnisse sollen integriert und eingebaut werden. Als weiteren Menüpunkt gibt es die Bewertung. Jetzt haben wir uns schon die Bewertung im Sinne mit Ampelfarben und Schulnoten angeschaut. Es gibt aber natürlich auch verschiedene Punkte, die das Ganze konkret machen. Und hier sind einfach mal mit Plus- und Minuszeichen verschiedene Vor- und Nachteile aufgeführt, sodass man sich unabhängig von der Einordnung des Verfahrens nochmal konkret damit befassen kann, was sind denn tatsächlich die Vor- und Nachteile des jeweiligen Verfahrens. Unter dem Menüpunkt Video ist jetzt nicht für alle Verfahren, aber für mittlerweile insgesamt 8 Verfahren ein kurzes Video eingestellt, wo die einzelnen Arbeitsschritte mit Bild und Ton dargestellt und erläutert werden. Da haben wir jetzt hier eben ein Video zum Königsbrunner Starkholzverfahren, das beispielhaft auch schon über YouTube verlinkt ist. Da kann man draufgehen, man könnte sich das Ganze auch noch groß anzeigen. Ich denke aber, das kann jeder, den das interessiert, sich dann in Ruhe anschauen. Bei den anderen Videos ist es so, dass diese Einbindung über YouTube noch nicht stattgefunden hat. Da haben wir festgestellt, dass es bei der aktuellen Darstellung je nach Zugang und Browsernutzung eventuell Probleme beim Abspielen geben kann. Da sind wir aktuell dabei, das zu beheben. Wichtig ist für jedes Verfahren der Punkt Literatur. Hier beziehen wir uns auf eine einzige Studie, die wir durchgeführt haben zu diesem Verfahren. Bei anderen Verfahren sind hier mehr Quellen aufgeführt. Damit können wir dann wieder auf eine Ebene weiter nach oben gehen. Die Verfahren, hier kommen wir her. Hier könnten wir gegebenenfalls weitere Verfahren auswählen. Oder man kann sich einfach einen Überblick verschaffen über die Filme, die es in den verschiedenen Verfahren gibt. Das sind alles kleinere Produktionen, die im Rahmen von Projekten durch die Abteilung Waldnutzung mit natürlich den Kolleginnen und Kollegen vor Ort erstellt wurden. Hier oben ist auch das Glossar direkt anwählbar, wo alphabetisch sortiert eben die Erläuterung der Fachbegriffe
zu finden sind. Auch hier kann man sicherlich noch erweitern, ergänzen, überarbeiten. Und unter Literatur findet sich das komplette Quellverzeichnis für alle Quellen, die im Zusammenhang mit der Informationsplattform zum Einsatz kamen. Damit bin ich mit dieser kleinen Live-Demo der Informationsplattform komme ich auch zum Ende. Würde jetzt wieder auf die Startseite gehen, bin damit auch mit meinem Vortrag durch und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit.